der Peneda-Gerês-Nationalpark. 72.000 Hektar groß und einziger Nationalpark in Portugal. Wenig Menschen, aber umso mehr Tiere sind in den kargen Weiten des portugiesisch-spanischen Grenzlandes zu Hause. Halb wild weiden imposante Barussa-Rinder zwischen Felsen und Gestrüpp. Die Garano-Ponys, eine Rasse, die nur im Gebiet des Parks existiert. Dutzende Herden leben auf den steinigen Hochebenen, frei und unbehelligt. Schon die Fohlen üben sich in Trittsicherheit. Die Halbwüchsigen in wilden Galoppaden über Stock und Stein. Einige Flächen des Parks stehen unter absolutem Naturschutz. Andere werden von den Bauern der kleinen Dörfer genutzt. Hinter jedem Felsberg, jeder Hügelkette warten neue Blicke. Verändert sich die Vegetation, manchmal sogar das Klima. Ein Paradies für Pflanzen und Tiere. Wer den Park durchreisen will, braucht ein gutes Auto und viel mehr Zeit als vermutet. Denn die Wege und Straßen sind eine einzige Reihe von Kurven. Nur langsam geht's voran. Da ist bereits das Autofahren eine Einstimmung auf den Rhythmus der Natur. Der Peneda-Gerês-Park ist touristisch kaum erschlossen. Für Wanderer sind Bauernpfade durch die Berge, Viehwege, alte Brücken oft die einzigen Orientierungspunkte. In den letzten Jahren hat die Parkverwaltung auch einige gekennzeichnete Rundwege eingerichtet. Am sichersten wandert man aber mit einer Militärkarte, die auch noch die kleinsten Trampelpfade anzeigt und mit einer Portion Abenteuergeist. Wasser gibt es im Überfluss. Der Park bleibt grün, selbst im heißesten Sommer. Schon die Römer zogen durch diese Gegend und hinterließen nicht nur Brücken und Wege, sondern auch Meilensteine im Eichenwald. Doch zurück zu den Wildpferden. Unterhalb ihrer Pfade an der südlichen Grenze des Nationalparks, tief unten im Tal, kilometerlange Stauseen. An ihren Rändern konzentriert sich der Tourismus der Gegend. Viele Portugiesen besitzen hier Ferienhäuser. Und auch für Reisende gibt es genügend Unterkünfte. Zum Beispiel die Quinta da Canisada, ein restauriertes Farmhaus mit 5 Fremdenzimmern direkt über dem Canisada-See. Naturtourismus pur. Liebevoll haben die Betreiber ihr Granithaus eingerichtet. Fast klösterlich einfach und still sind die Zimmer. Wer Ruhe sucht, hier findet er sie. Abwechslung bieten geführte Wanderungen, Ballonflüge und Kanutouren auf dem See. Kinderbesitzer Rafaela hat selbst Boote am Steg liegen. Auf Wunsch fährt er mit seinen Gästen hinaus und bringt sie an Stellen, die ihnen sonst sicherlich verborgen blieben. Ein Leben fernab aller Hektik. Einfach, fast archaisch. Alltag in vielen der rund 100 Dörfer des Nationalparks Peneda-Gerês.
Um die 15.000 Menschen, zum großen Teil Bauern, leben in den Grenzen des Parks, wie seit Jahrhunderten. Die meisten sind alt, denn viele Junge suchen ihr Glück lieber draußen, wo die Chancen besser und das Leben leichter ist. Wer bleibt, hält Kühe, Ziegen oder Schafe und arbeitet auf den Feldern. In manchen Orten unterstützt die Parkverwaltung die Bewohner bei der Modernisierung ihrer Häuser. Viele hätten sonst kaum das Geld für solche Maßnahmen. Strom gibt es überall im Park. So kommt wenigstens das Fernsehen in die Isolation der Dörfer. Immer noch nutzen die Frauen die Waschplätze für ihre große Wäsche. Mittlerweile sind aber auch Waschmaschinen in die Häuser eingezogen. Wasser gibt es reichlich. In Kanäle gelenkt fließt es entlang der Gassen. Heute führen neue Leitungen aber auch direkt in die Häuser. In einigen Orten zieht die Gegenwart mit besonders großen Schritten ein. Zum Beispiel in Soajo, am Westrand des Parks. Im malerischen Ort wird überall renoviert und saniert. Viele der leerstehenden alten Granithäuser füllen sich mit neuem Leben, ob als Ferienhäuser ihrer ehemaligen Besitzer oder als Unterkünfte für Touristen.